angekündigte Projekt. Ihr seht hier schon viele. Wer hat das für ein paar Thaibat uns noch abgekauft? Wir verlassen Thailand. Alles klar. Fast vier Jahre hier in Thailand. Eine wunderschöne Zeit. Achtung. Nicht sagen, sondern guten Abend, liebe Thailand Communities. Du kennst dich, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ja, so, das war eben nochmal very stressful the last minute. Ne? Driving more than 1 hour with taxi und wir sind 10 minutes before the bus start. We arrived, ne? Ja, das war ein bisschen stressig, naja, aber wer den Verkehr in Bangkok kennt zur Abendstunde, ja, der weiß Bescheid, ja. You're very tired, ne? Ja, das war nicht. Das war natürlich ein sehr stressiger Tag heute Morgen. Chandrapur los, Bangkok. Yes. Dann noch bei der Schwester den ganzen Kram ausgeladen. Und jetzt sitzen wir im Nightbus, im Nachtbus und fahren jetzt erstmal die komplette Nacht. Quasi, ja, ich denke mal 10 Stunden. Morgen sehr früh werden wir ankommen an der thailändischen Grenze. Und ja, der Bus, ich denke schon der Bus, I think the bus look very good. I hope we can good sleep tonight. Ich bin auf jeden Fall ganz schön K.O. Also dementsprechend müsste es passen mit dem Schlaf. So, und wir sehen euch morgen früh beim Grenzübergang. Bis morgen. Ja, hello, emotion to see you. Bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht. Dranbleiben. Ciao. Ja, Mai hat keinen Bock mehr zu quatschen. You know. You know, NMG to talking, ne? Ja. Ihr wisst Bescheid. Später oder bis morgen früh. Guten Morgen. Good morning. Wir sind noch da. Wir sind angekommen mit dem Nachtbus und sitzen schon wieder im Bus. We're again in the bus. Wir sind hier in Mong Cai. Where we go now? To Lao. To Lao. Wir gehen über die Grenze von Mong Cai Richtung Laos und fahren jetzt erstmal in die Landeshauptstadt, the capital von Lao, Vientiane. Okay, warten wir noch, dann müssen wir erstmal, der Bus bringt uns dann erstmal, so sieht das hier aus, bringt uns dann erstmal zum Checkpoint Thailand, quasi ausstempeln, Passport, dann geht es quasi über die Bridge, über die Brücke, über den Laos und dann geht es mit dem Bus in die Stadt Vientiane. Bei der Grenze wird es wahrscheinlich keine Aufnahmen geben, weil das mögen die nicht so gerne, wenn man filmt. Und dann wollen wir uns anständig verhalten. Mal gucken. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite des Flusses. Bis gleich. Ja, Leute, hängen hier am Bus, direkt an der Pritsche. Da ist der Mekong. Guck mal hier. Die Mai sitzt da irgendwo, hat einen Sitzplatz. Ja, da geht's nach Laos. Thailand, Laos. Hier stehe ich. Abenteuerlich. So Leute, bisschen im Arsch, Stunde später, muss die Mai. Da ist sie. Unter mit der Maske. Ja, wir sind hier gerade, ich filme da mal nicht drauf, damit es keinen Ärger gibt. Bei der Immigration in Laos durch, hat ein bisschen länger gedauert, weil ich habe hier kein normales Visum, ich habe hier gleich ein Arbeitsvisum. Wieso, weshalb, warum, das erkläre ich euch in einer der Folgevideos, versprochen. Ja, jetzt haben wir uns nochmal hier einen der Autos geordert, die bringen jetzt uns in die Landeshauptstadt. Where we go first? To your? Cousin. Cousin. Wir fahren jetzt erstmal zu ihrem Cousin, zu dem Cousin. Der Mai, der lebt mit Familie. Ja. Hm? Da sind wir von Menschen angequatscht. So, jetzt haben wir doch so ein Pritschenfahrzeug erwischt, aber so. Wir haben ja auch eine Menge Kram hier. Ne? Ja.
So. Jetzt können wir hier sagen, tschüss Thailand, wir sehen es noch. Der Kollege fährt aber, hat einen guten Fahrstil. So, how we now start a new life, neuer Lebensabschnitt. Ne? And from, for you, new here, Vientiane, ne? You never been here. Mai war ja bisher immer nur auf ihrem kleinen Dorf und ein klein wenig in Savannah kennt und ja, das wird aufregend, Leute, ihr seid dabei. So, Leute, ach ja, sehr abenteuerlich, aber wir haben jetzt erstmal eine Unterkunft gefunden. Wir machen jetzt erstmal, dass die Mai, you're very tired, ne? Very tired. Now I have a little bit energy. Ja, ja. Everything fine. No, everything fine. No, wir haben eine schöne Unterkunft für uns gefunden für die nächste Zeit. Alles schon unterzeichnet, bezahlt. Die Räumlichkeiten, die werden gerade nochmal für uns gereinigt. Und solange das dauert, weil hungry, gehen wir erstmal ein Happen essen. Hier in Vientiane, Laos. Erkunden ein ganz klein wenig die Hut. So, die Mai war eben unterwegs. Das ist der Cousin von der Mai. Der lebt hier auch in Vientiane. Genau. Wir haben uns erstmal einen fahrbaren Untersatz besorgt. Honda Wave. Ja. Ganz klassisches Motorbike. Can good driving? Ja. Have half automatic, ne? Ja, ja. Ja, ja, das have to click a little bit, ne? Okay, na gut. Ja, jetzt haben wir erstmal einen fahrbaren Untersatz. Wir haben uns erstmal einen Tag später, wir haben ja jetzt schon einmal hier geschlafen. Ja, quasi kleines Motorbike besorgt. Hm? Ja. Ja, von mir. Okay, das ist gut. Ja, but no potato. Ah, potato, vor Verlangen. Mann verlangen, vor Verlangen. Ja, ja. Ah, Mai war gleich shoppen. Ja. Honda Wave, okay. Motorrad haben wir schon und in den nächsten Wochen gucken wir nochmal nach einem Auto. 9 Millionen und 9,2 Millionen Laukip. Hm, ungefähr. 15.000 oder 16.000 Thai-Baht umgerechnet. Ja. Dafür nur 2-3 Jahre alt und ja, gut im Schuss. So, liebe Thailand-Community, das ist im Endeffekt unser großes Projekt, was wir angekündigt haben, was viel verändern wird in unser Leben, was einmal natürlich viel Zeit, Energie und auch Kohle kostet und auch kosten wird. Jetzt sind wir hier in Laos, werden jetzt erstmal eine Zeit lang, für länger oder vielleicht für sehr lange bleiben. Das wird die Zukunft zeigen. Happy! Ja, ja. Wieso, weshalb, warum? Das hat natürlich vielerlei Gründe. Was das alles für Gründe gewesen sind, darüber mache ich oder mache mir definitiv nochmal ein spezielles Video. Und sorry auch an wirklich ein paar gute Freunde, die das vorher nicht wussten, weil ich habe das nicht groß angekündigt und im Endeffekt, außer wir beide und Mai hat natürlich das vielen Freunden gesagt und natürlich ein paar Freunde aus Chantaburi wussten das, aber von meinen deutschen bekannten Freundinnen, eigentlich wusste es nur meine Familie, quasi meine Brüder, meine Schwester und halt von meinen wirklich engsten Freunden, deswegen nimmt es mir nicht übel, ich glaube zwei Leute nur, deswegen. Ihr wisst jetzt Bescheid und ja, was erwartet uns hier? Jetzt sind wir erstmal angekommen in der Landeshauptstadt, Vientiane. Städtchen mit mittlerweile 1 Million Einwohnern, also doch ein bisschen größer wie Chantaburi, wo wir waren mit gerade mal 20.000 Einwohnern. Ja, im Endeffekt, jetzt hat ihr die Mike schon mal, damit wir so ein bisschen hier uns bewegen können, ein kleines Motorbike gekauft und die nächsten Tage und auch Wochen, ich denke mal Tage, werden wir uns nach einem schönen Auto hier umgucken, dass wir auch definitiv nicht nur hier
Vientiane, die Hauptstadt, sondern auch mit euch, liebe Thailand-Community, so ein bisschen komplett Laos, ein wunderschönes Land. Ihr werdet das hier auf den Channel von Nonoch Chorty, ihr habt es gesehen, wir haben das Thailand erstmal weggenommen, weil es passt nicht mehr ganz, aber Chorty passt definitiv, weil Chorty heißt nicht nur in Thai, sondern auch in der laotischen Sprache. Viel Glück, ne? Chorty, Frank and Mike. Ne? Same in Lao, in Thai, the same meaning, ne? Yeah. Ja. Deswegen hat das schon mal ganz gut gepasst. Natürlich, Thailand ist nicht aus der Welt, ist einmal hier Vientiane, wie die Leute, die sich hier in der Gegend ein bisschen auskennen, ist direkt an der Grenze zu Nong Khai, zum Isan, zu Thailand. Natürlich werden wir zukünftig, in the future, we go the same to Thailand, go to travel, sure, visit friends, ne? Also, Thailand ist nicht aus der Welt. Wir werden auch hin und wieder auch Thailand gerne besuchen, weil wir werden hier definitiv irgendwann auch mal den schönen Strand und den Beach vermissen. Den gibt es hier halt nicht in wunderschönen Laos. Wir nehmen euch mit auf diese Entdeckungsreise. Für mich ist es nochmal ein Neustart, ein Neubeginn, ein neues Abenteuer für die Mai auch. How long time you live in Thailand now? 14 years? Yes, 15. 14 or 15. Sie ist ja mit ihrem 13. Lebensjahr aus Laos nach Thailand gegangen. Und für sie ist das auch, for you, same specially, to go to Laos now and live here in the capital. Yes. Same, very specially. Und was euch natürlich auch auf den Channel hier von Chorty, in Thailand muss ich mir jetzt erstmal verkneifen, erwartet, in the future we want here soon wedding. Yes. Ne, wir wollen hier natürlich, das hatten wir ja schon mal hin und wieder angekündigt, heiraten hier in Laos. Deswegen, falls ihr euch an das Video erinnert, dass ich unbedingt irgendwas an Dokumenten Deutschland nach Thailand haben wollte. Danke nochmal an dich, mein Freund, lieber Jens. Jens ist ein Freund von mir, der wohnt auch in der Nähe von Chantaburi. Der hat nämlich, das war so meine Scheidungsdokumente und meine Ehefähigkeitsbescheinigung, die ich hier auch quasi brauche, quasi in Laos und zu heiraten. Das wird in den nächsten Monaten oder ich denke mal während des nächsten Jahres werden wir das hier machen. Wir werden auch hier heiraten. Wir haben auch schon Kontakt mit den Behörden aufgenommen, dass wir das hier vorhaben und machen. Also wie gesagt, euch wird hier vieles erwarten. Für uns wird es auch eine neue Abenteuer- und Entdeckungsreise und da seid ihr mit dabei. Wir freuen uns auch und sind schon sehr, sehr gespannt, wie das hier wird. Und ihr seid natürlich mit dabei in ganz vielen Videos. Und wir würden sagen, bis zum nächsten Mal auf den Channel von aber was genau, was wir auf jeden Fall belassen können, ist Peace, Love and Rock and Roll. Und natürlich abschalten. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Abenteuer, Entdeckungsreise. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bye, bye.